Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir mal was Neues. Heute machen wir ein Reaction-Video. Mit dabei ist die Gummihand. Moin, ich sitze im Hintergrund. Er sitzt hinter mir. Und ja, wir reagieren heute mal auf einen anderen YouTuber, der ja meint, meine Videos wären schlecht. Ich bin schlecht, die Gummihand ist schlecht. Der hat so ziemlich alles, was bei uns abging, hat er irgendwie, ja, bringt ja nichts, auf und whatever. Und wir wollen euch heute mal zeigen, was auf seinem Kanal abgeht. Und es gibt auch in diesem Video direkt eine Neuigkeit. Ich habe jetzt ein Schnittprogramm. Und, was kommt vor dem Video? Ein Intro. Bingo, das hat er jetzt auch noch. Wir gucken da gleich mal bei und ja. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. So, wir schauen uns jetzt mal sein Video an. Herzlich willkommen zu meinem ersten Video auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch den Minecraft RSD Server vor. Auf diesem kann man Rebuild spielen. Der Server geht auf der 1.12.2. So, jetzt zeige ich euch. Ja, schon. Also es ist so ein bisschen stumpf. Es klingt wie das erste Video, was ich vor über einem Jahr hochgeladen habe. Ich bin schon fast zwei bei dir. Schon fast zwei? Ja. Krass. So, ich bin schon fast zwei, bei mir ist gerade mal eineinhalb. Ja, so klingt's bei mir. Das erste. Den Spawn. Man findet den Spawn und das lässt Spawn. Da geht's nach Westen. Da nach Norden. Da nach Osten. Und da nach Süden. Steht ja auch nicht auf dem da Boden. Da kann oder man so zum Straflager. Man kann eventuell mit 2500 ja. MCD rein ins Straflager richtig arbeiten machen. Oder man kann auch besuchen. Das muss man machen, um ins Straflager arbeiten zu können. Ja. Hier kann man rechtsklick rauf machen, um ins Straflager reinzukommen. Also einfach so zum Schauen. Da ist eine Holzfarm. Da ist die Steinfarm. Und da vorne sind immer so eine Tabellen. So eine Tabelle ist da halt immer so. Und da, ist, da halt so, ja, ist ja. Dann halt der Block vorgegeben, was man da alles machen muss. Ach, guck mal, mit Holz und so. Dann ist da noch zwei Crafting Tables. Und jetzt zeige ich euch die Abbauwelt. Slash Warp Abbau muss man nehmen, um hinzugelangen. In die Abbauwelt. Dann muss man etwas vorwärts laufen. Ab hier kann man sich runterbauen. Dann kann man sich farmen. Wenn ich jetzt das Slash End Home 2 eingebe, ist die Hauptwelt. Hier darf man nicht runterbauen und farmen. Dann kann ich jetzt euch die Nether und die Endwelt zeigen. In der Endwelt bekommt man vom Enderman jeweils 3 Enderperlen. Hier ist die Endwelt. Man muss ins Portal gehen und hier ist der Enderdrache jede Stunde einmal da. Dann kann man ihn besiegen, er ist wieder eine Stunde weg. Hier oben kommt man durch, wie halt normal. Und hier drin kann man die Endermänner schlachten. Dann geht man hier vorne hin, guckt den Enderman an, der kommt. Und ich zeige euch, dass man immer 3 Enderperlen bekommt. Ja. So, da habe ich den Enderman gekillt und ich habe 3 Enderperlen bekommen. Den kann ich mich rumwerfen. Und hier ist der Enderdrache. Besiege ihn jetzt mal. Das klingt. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is. So, dann komme ich hier hin. Man sieht die Infos, hier die verdecken ja bis zum Faden. Kann man alles, das ist ein Farm, ja. Halt wie Seelensand. Oder Netherweg. Aber man muss wieder eine Reichweite haben. Und ich sage damit, das war's für mein Vorstellungsvideo. Lass einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat, oder einen Daumen nach unten. Lass aber ein Abo da, wenn du neu da bist. Wir sehen uns nächstes Mal und tschüss. So, die Reaktion auf das Video war ja dann jetzt auch, naja, kann man jetzt sehen, wie man will. Vielleicht reagiert er zurück, vielleicht auch nicht. Ich würde sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Video, würde ich sagen.
Ciao, ciao.